Und ja, doch, wir sind in den... O nee, wir sind nicht ins oberste Stockwerk gekommen. Das da ist nämlich das oberste. So. Hier können wir uns jetzt mal in aller Ruhe umschauen. Auch wenn ich glaube, dass es hier auch nichts mehr gab. Nope. Da gibt es nur einen Bogenschützen, der uns beschießt. Und der für uns unerreichbar ist. Deswegen nehmen wir einfach die Treppe nach unten. So. Ziehen diesen Hebel. Lassen uns nicht vom Fallen treffen. So, und schauen uns mal weiter um. Erstmal ist hier noch eine Truhe. Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Mobiliar dabei. Ein blauer Brocken, der relativ nutzlos für uns ist, da wir keine Magiewaffen oder verzauberte Waffen machen. Den da oben ignorieren wir getrost. So, du bist auch eine Truhe. Es gibt ja aber allerdings einen, der keine Truhe ist. Ah ja, die Rüstung der Channeler. Du bist nämlich keine Truhe. So, deswegen kill ich dich einfach mal. So. Weg mit der letzten Mimik. Genau. Die hat das Symbol der Gier dabei. Und zwar normalerweise hat jede Mimik eine Chance, dieses Symbol zu droppen. Aber die letzte Mimik im Spiel, die droppt das Ding auf jeden Fall. So, deswegen zeige ich euch mal wieder Inventar. Kapuze der Maid hatten wir ja schon alles. Die Kanalisierer-Sachen. Ja, der Helm hat etwas anderes. Der Helm der Kanalisierer. Zauberer, die Seth dem Schuppenlosen dienen. 6 in 2 vertikalen angeordnete Augen gleichen Seths fehlendes Sehvermögen aus. Ja, Seth hat keine Augen. Das heißt, die ganze Bibliothek macht eigentlich keinen Sinn. Die schwerste Schutzausrüstung für Zauberer, von Magie durchdrängt. Die Gruppe der Kanalisierer, die Seth dem Schuppenlosen dienen. Selbst als er dem Wahnsinn verfiel, zogen die Häscher, wie man sie weithin nannte, aus in ferne Lande, um brauchbare Menschenexemplare zu finden. Ja, genau, das sind nämlich die Leute, die für Seth die Frauen entführt haben. Die Verrückten. Mir schaudert's bei dem Gedanken. Einer Schatzkiste elender Monsterkopf. Dieser einstmalige Gott gilt als Schandsymbol eines vergessenen Clans, der verbannt wurde, da er der Sünde der Habgier schuldig war. Verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Also ja. Verzaubertes Falchion ist einfach nur ein Falchion, was verzaubert ist. Der Fluch ist, dass man kontinuierlich Trefferpunkte verliert. Aber ansonsten hat das Symbol der Gier hat dieselbe Auswirkung wie der goldene und der silberne Schlangenring. Den silbernen Schlangenring habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, gell? Deswegen zurück in die Sicherheit. So. Mal gucken, welche Ringe habe ich euch im Allgemeinen noch gar nicht gezeigt. Den habe ich. Die Steinplattenringe, da steht eigentlich immer dasselbe. Den Fluchbissring habe ich. Ring der Opferung habe ich auch. Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Drachenschule zu Wirnheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen geziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Den hatte ich glaube ich noch nicht. Der weiße Seors-Ring ist fast dasselbe wie der Winstermond-Seors-Ring. Dieser göttliche Ring wurde dem Erzbischof des Weißen Pfades und dem Apostel des Allvaters Lloyd, Onkel von Fürst Gwyn, anvertraut. Also ja, Allvater Lloyd ist der Onkel von Fürst Gwyn. Er gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Der Oberbischof des Weißen Pfads ist der Hüter von Gesetz und Gesellschaft und einer der bedeutendsten Adligen von Torulund. Ja, diesen Ring haben wir ja bei Rhea's Set gefunden. Man könnte also davon munkeln, dass sie mit dem Erzbischof, Oberbischof verwandt ist. Finstermond Seors Ring hatten wir, Sonnenring geboren, Ring der Sonnenprinzessin hatten wir auch. Aus dem haben wir ja hervorgelesen, dass die echte Gwynevere schon längst
den schon längst Anor Londo verlassen hat. Und ja, das vom Finstermond Seors Ring wissen wir, dass Gwyndolin, also Guinevere's Bruder, Schwester, Dingsi, der einzige Gott ist, der noch in Anor Londo ist. Die Ritterringe hatten wir auch schon, Eisenringe, ja, die Schlangenringe. Die Schlange ist ein unvollkommener Drache und das Symbol der Untoten. Da sie Opfer verschlingt, die größer sind als sie selbst, gilt sie auch als Symbol für Gier. Dieser mit einer Schlange verzierte Silberring gewährt seinem Träger zusätzliche Seelen nach dem Sieg über einen Gegner. Also ja, erhöhter Seelenzuwachs. Sieht ein bisschen magerer aus als der goldene Ring. Aber ja, daraus geht hervor, dass Fremd so eine Art Drache sein muss. Und ja, er heißt ja die Urschlange, also ist er schon ziemlich alt, der gute Fremd. Der gute King Seeker. So, da ist der Bogenschütze, den wir runtergeballert haben. Da sind noch ein paar Gegner. Ein paar Kristallhüllen. So, die allerdings ziemlich leicht zu töten sind. Jo, da oben müssen wir noch lang gucken. Da hinten wäre ein Leuchtfeuer, was ich. Ah, das entzünde ich nachher, wenn ich die Archive fertig habe. Hier sind Treppen, die wir nicht hochgehen können. Schade, wäre interessant gewesen. Und ja, selbst hier steht alles voller Bücher, die Seth nicht lesen kann, weil er blind ist. So, jetzt sind wir wieder auf. Wow. Falsches Stockwerk. Wir sind eins drunter. Oh, plündern. Gerades Kristallschwert. Ja, noch eine neue Waffe, die allerdings nicht viel taugt. Weg mit dir. So, gibt's hier hinten noch was? Nein. Gibt's auf der anderen Seite was? Nicht, dass ich sehe, aber wir gucken trotzdem mal rüber. Oh, da kommt noch ein Gegner. Ja, das hier ist nämlich der Durchgang zurück in den vorderen Teil der Festung. So, der Archive. Dumm, die dumm, die dumm. Hier können wir nur runterhüpfen. Will ich noch mal hoch? Ja, hier haben wir den getötet und hier wären wir jetzt dann wieder bei den Zellen. Ja, da gehe ich als erstes hin Richtung Zellen zurück, weil wir haben hier jetzt den Riesenschlüssel, den Riesengefängnisschlüssel gefunden. Riesenzellenschlüssel, Schlüssel zur riesigen Zelle unterhalb des Archivsturms des Herzogs. Dort wurden einst unzählige Meinen gefangen gehalten, aber bis auf ein paar bedeutende Personen steht sie nun leer. Sie versuchen sich dem Wahnsinn zu entziehen, während die zahlreichen Fehler in beruhigender Nähe vor sich hinsiechen. Beunruhigender Nähe. Ja. An manchen Stellen ist Dark Souls echt krank, muss ich sagen. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Hi, tote Jungs. Und ja, da hinten sehen wir ein riesiges kristallenes Gebilde im Wald. Das wird nachher unser großes Ziel sein, sobald wir die Archive selber gesäubert haben. Also einmal abwärts bitte. Wir wollen nämlich unseren Freund Logan aus der Zelle holen. Dum-di-dum-di-doi. Ja, vorbei an den Schlangenmenschen. Oh, wir haben sogar zwei Menschlichkeit jetzt, dadurch, dass wir so viele Kristallhüllen töten. Weil selbst an denen heftet noch Menschlichkeit. So. Gut. Hier runter. Und weiter runter. Die Dai, die Dumm, die Dai. Genau.
Jetzt können wir nämlich einfach hier durchgehen, weil die Pisakas noch nicht respawned sind, weil ich nicht gerastet habe. Können die Zelle öffnen. Loben Hallo sagen. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Ja. Leider würde er wahnsinnig werden, wenn wir bei ihm alle Zauber aufkaufen würden. Jetzt, nachdem wir ihn befreit haben. So, Feuerhüterseele. Das heißt, wir können demnächst zurück nach Anul, nach zum Feuerbandschrein, die den Flakon verstärken. Hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll head out soon. I wish to lay down my plans before I visit the archives. Ja, okay, Logan. Dann bleib mal schön in der Zelle hocken. Aber nicht darin versauern. Die Tür ist nämlich offen. Das wäre nämlich dämlich von dir, wenn du jetzt einfach da drin verrecken würdest. Obwohl er ist untot. Er kann die, glaube ich, gar nicht mehr verhungern. Das ist nämlich auch so eine Sache. Die meisten Untoten hocken an bestimmten Orten rum oder reisen lange herum, aber scheinbar müssen sie nichts essen. Scheinbar scheint der Flakon vollkommen ausreichend zu sein. Ja. Gut, damit haben wir alles in dem Anbau gemacht. Das ist doch viel entspannter, wenn ich mich nicht nochmal durchschnitzeln muss. So. Dann heißt es jetzt, euch zu zeigen, wie man an die Kiste rankommt. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir das Leuchtfeuer entzünden und zurückgehen zum Feuerbandschrein und die Feuerhüterin-Seele benutzen. So, aber erst einmal hier wieder hoch. So. Hier oben gibt es ja nichts mehr. Können wir also hier wieder runter. Jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite gucken, was da noch ist. Also einfach hier runter, drüben wieder hoch. Dann säubern wir nochmal die erste große Halle, in die wir reingekommen sind. Also machen nochmal den Channeler und die ganzen Bogenschützen da tot. Das gibt uns ja auch nochmal ein Stückchen Seelen. Und macht die Halle frei, damit wir an die Truhe besser rankommen. Die Truhe ist nämlich so eine Sache für sich. Dumm. Gut. Hier geht's lang. Hier können wir den Fahrstuhl mal wieder runterrufen. Und mit ihm auf die andere Seite zu dem Au-Bogenschützen. Einfach rübergehen. Hochfahren brauchen wir nicht, weil dort wartet wieder Seth auf uns. Oder Sief. Ich sage einfach in Zukunft Sief. So. So, weg mit dir. Jetzt kommt... Nein, der da oben fehlt ja schon. So, weg mit dir. Jetzt gucken wir ganz vorsichtig unter die Treppe. Genau, weil hier lauert auch noch einer. So, einmal heilen. Flakons müssen wir ja nicht unbedingt jetzt schon verschwenden. So, der auch weg. So, und jetzt schleichen wir uns an den Channel daran. So gut wir das eben können. Und töten ihn.
und locken damit noch mehr von seinen Dienern an. So. Und den da auch gleich noch. Ja, zertrümmert doch alles. Ist ja nur die Bude deines Meisters. Wobei... Au.